Ja, Sie sind vom Bauerverband hier? Ja. Ja? Die Aktion, was ist das? Das ist gegen den Abbau der Subvention Diesel? Ja, genau. Gegen die genau. Kfz-Steuer und Agrardieselerstattung. Die wollten sie uns streichen, beziehungsweise die Befreiung der Kfz-Steuer wollten sie streichen. Und da haben wir gesagt, das geht nicht. Und deswegen streiken wir. Sie haben schon ein großes Problem, ne? Auch durch den Hochwasser und die Landwirte, das ist auch kein Problem. Und da kommt das schon noch bei? Da kommt das schon noch bei, genau. Das ist das Problem. Und das ist allmählich, die Landwirtschaft hat genug in Deutschland dazu beigetragen, dass auch dass der Haushalt läuft und irgendwann muss gut sein. Ne? Ja. Können nicht immer nur alle eins tragen. Ja, der Abbau, der ist über Termin von 3 Jahren. Ja, aktuell über 3 Jahre. Ja. Durch die Ampelkoalition aus Berlin. Und jetzt haben Sie diese Woche allerlei Aktionen organisiert. Genau. So wie dieser. Was passiert jetzt? Sie fahren rund um Frieden? Wir fahren einfach im Konvoi um Frieden, einfach um ein Zeichen zu setzen, dass uns die Politik, so wie sie aktuell gemacht hat, halt nicht zusagt. Und ja, darum geht's. Ich habe auch gelesen, dass am Mittwoch unter den Supermärkten, dass das auch eine Aktion ist, Richtung die Konsumenten, um das alles zu klären. Genau, gibt's hier und da gibt's Aktionen, da sollen Aufklärungen stattfinden, überall im Land. Genau. Wir wollen ja mit den Bürgern sprechen und nicht. Wir wollen die Bevölkerung hinter uns haben. Ja, ich bin Vorsitzender von Lünden, ja. Und was geht hier ab? Das ist eine Demonstration gegen den Abbau der Subvention der Diesel? Ja, unter anderem wegen der Dieselsubvention und Kfz-Steuerbefreiung und natürlich gegen die große, aufgeblähte Bürokratie hier im Land, die uns die Luft abschneidet. Und wie geht das hier heute ab? Ja, wir werden jetzt so circa 2,5 Stunden werden wir jetzt nach Frieden auf die Ringstraße fahren, ja. und da auf uns aufmerksam machen und ein bisschen den Verkehr lahmlegen und vielleicht mal für ein bisschen Aufmerksamkeit sorgen. Ja, landesweit wird das gemacht durch all die Landwirtschaft? Ja, wird durch den landwirtschaftlichen Ortsverein Lünden und dann durch den Friedener Stadtverband und in Gänze durch den Deutschen Bauernverband wird das organisiert. Und wie viele Fahrzeuge gehen hier mit? Wir sind hier ca. 120 Schlepper plus natürlich LKWs und alle, die dazukommen. Genau kann ich es nicht schätzen, aber wir haben angemeldete Fahrzeuge etwas über 100, so ca. 120. Das ist allerhand, ne? Das ist allerhand, ja. Die Aktion ist sehr nötig, aber ich denke auch, dass wir deutlich über 120 Fahrzeuge haben, aber da ich hier nicht alles sehen kann, ne, aber man sieht hier die lange Reihe schon, ja. Und auf der anderen Straße sieht es genauso aus. Wird sich dann zeigen gleich, wie viele wir insgesamt sind. Aber ich denke mal, ist eine große Demonstration, die es so in der Form noch nicht gegeben hat in Deutschland. Was wird diese Woche noch mehr gemacht? Jetzt ist jeden Tag ist eine Aktion. Wir haben noch Gespräche mit Politik- und Pressevertretern am Mittwoch und am Freitag ist die große Demo am 15. in Berlin.